Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei South Park Direkta Kulere Zerausprobe. Ja, wir sind wieder zurück, denn ab heute, dem 31., so wie das hier auch, ne, 31.07., ne, ist ein neues DLC rausgekommen. Und zwar Bring the Crunch zurück nach South Park. Ja, wir gehen erstmal zurück nach South Park mit dem guten DLC-Bus. Das letzte Mal waren wir ja hier und haben Kennys Schwester aus den Fängen der Das ist doch der Vampir-Emo. furzende Selbst. Was ist denn jetzt los? Das Team hat sich verändert. Super. Ach so, okay. Die dürfen wir Justiz! nicht. Alarmstufe Rot! Alle verfügbaren Superhelden zum Tavikakasee! Ich mein's ernst, hier ist was im B-B-B-Busch! Ja, wie man schon gesehen hat, wir sollen zurück in ein Sommercamp. Und zwar zum Titicacasee. Ich muss jetzt erstmal wieder komplett in die Steuerung reinkommen. Okay, unser Team hat sich verändert. Unser Team hat sich aber aus dem Grund verändert, weil wir Henrietta nicht mitnehmen dürfen. Oder was? So, das sind wir. Wir haben Fähigkeiten. Oh, ich bin mir nicht mehr so ganz. Okay, Super Quake will echt keiner haben. Niemand mag Super Quake. Henrietta war super Herrlich. gewesen. Nehmen wir definitiv mit. Henrietta ist nämlich super. So, wer war denn noch gut? Humankind war gut. Ich glaube, der konnte heilen oder so, ne? Puh, weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Ja. Kommt mir Wir vor, müssen in als würde ich den. schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Schnauze. So, ich darf das sagen, ist South Park. Ja, Bring the Crunch heißt das DLC, wie gesagt. Und wir fahren jetzt ins Sommercamp und treffen da wohl auf Mintberry Crunch. Den wohl. Ja, den wohl geilsten Superhelden, den es gibt. Den wohl unbeliebtesten Superhelden, den es gibt. Mintberry Crunch ist halt einfach. Bring den Crunch. Liefert eine neue Geschichte und führt eine neue Superheldenklasse ein. Eine neue Superheldenklasse. Ja, ich weiß, Gefahrendeck habe ich nicht, aber ne, möchte ich auch nicht. Bring den Crunch spielen. Oh ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich so mega drauf. Dieses South Park-Spiel finde ich sowieso mega geil. Es macht so verdammt viel Spaß. Melde dich im Camp Tradikaka. Tradikaka, nicht Titikaka. Mintberry Crunch, das Final Girl und vieles, was du dir in Bring the Crunch noch verdienst, kannst du in allen Spielständen benutzen. Das Final Girl? Das Final. Okay, das Final Girl sagt mir gar nichts. Aber den kenne ich irgendwie. Ist das nicht der Farmer von den Member Berries? Okay, wir gucken uns natürlich erstmal um. Es sieht hier sehr liebevoll gestaltet aus. Geisterbrät, Verbrauchsgegenstand. Keine Ahnung. So, ich bin dann ganz hinten. Hallo. Loomsen Gasly. Kann ich da rein? Na, natürlich nicht. Ist auch closed. Oh, geh mal doch lieber den Weg lang. Ich weiß, was du denkst. Der sagt mir gleich, dass ich den Weg nicht lang gehen soll. Ja, ganz recht. Wenn du schlau bist, fahr mit dem DLC-Bus wieder hin, wo du hergekommen bist. Ich sag dir eins, du willst den Weg gar nicht nehmen. Angeblich führt der Weg in ein Camp, wo die Kinder alle ganz komisch reden, als hätten sie sie nicht mehr alle. Geh den Weg lang und du hast sie dann vielleicht auch nicht mehr alle. Okay. Das ist ein Behindertencamp. Das ist ein Camp für behinderte Menschen, behinderte Kinder. Und du machst dich darüber lustig? Kann ich ihn verbrennen? Oh, guck mal hier, das ist unsere Karte. Warte, warte, warte. Ich arbeite dran, dass ich, das ist das. Verdammt. Ja, ich dachte, wir könnten da seine Gasflasche da und den dann anzünden und töten. Weil sich über Du behinderte willst Kinder immer noch lustig da macht. lang, was? Tja, dann mach's mal gut. Ja, ich bin sowieso nicht der Schlaue von uns hier, also. Taco Supreme, geil. Ich werde da jetzt lang gehen, ne? Wir gehen jetzt ins Camp. Damals im Sommercamp. Wunderarsch, du bist hier. Ich dachte schon, es kommt keiner mehr. Die anderen sind wohl beschäftigt. Es hängt an uns beiden. Was ist Ihr Chaos? braucht wohl ein wenig Chaos. Coole Lampe. Professor Chaos, du willst auch helfen?
Das kommt unerwartet. Ich meine, Schurken sind wohl nicht nur böse. Nein, ich bin immer noch böse. Ich wollte nur den Superschurken-Blitzsimulator ausprobieren. Cool, was? Schau. Ehrlich? Ja. Das kommt auf uns zu. Alle Mann in den... Alle Mann in den... Alle Mann in den... Runter, verdammt. Oh nein, es ist... Oh nein, es ist Mintberry. Oh Gott, Mintberry Crunch. Wow, das war der coolste Auftritt aller Zeiten. So cool war der auch nicht, hatte nicht mal Blitze. Ich bin's, euer Freund Mintberry Crunch. Ich erhielt euren Hilferuf in den Bärenbergwerken meines Heimatplaneten. Ich bin hier, um zu helfen. Großartig, jetzt wo wir ein Team haben, legen wir los. Um 0600 heute Morgen, am zweiten Camptag, sind plötzlich alle Betreuer verschwunden. Das Geheimnis der verschwundenen Betreuer. Keine Angst, Mintberry Crunch kümmert sich drum. Super, gehen wir ins Camp und suchen nach Hinweisen. Yay, Mintberry Crunch. Okay, Blitzvieh, Professor Chaos und Mintberry Crunch haben wir im Team. Oh, yeah, geil, Mintberry Crunch. Nein, ich freue mich natürlich sehr. Also, es gibt nichts Schöneres als Mintberry Crunch. Okay, die Betreuer sind verschwunden. Das ist ein gutes Zeichen für die Betreuer, weil sie gegangen sind und so. Ich weiß es nicht. Glutenfreie Liebesknochen. Was? Untersuchen. Das sieht... Sieht gut aus. Sieht aus, als hätten die Betreuer die Dusche renoviert, bevor sie verschwunden sind. Sie würden das Lager nie einfach so verlassen. Es muss was passiert sein. Das ist echt ziemlich mysteriös. Denkst du, da ist was Finsteres im Gange? Nein, mein Gang ist halt so. Komm, such mit uns im Wald nach Hinweisen. Oh Gott, Alter, ihr seid so blöd. Oh, Mintberry Crunch ist scheiße. So, die Tür ist abgesperrt. Ich wollte noch sagen, es Wenn sieht sehr... Wenn keine Betreuer das Camp überwachen, dann wird Tadi Kakasee geschlossen und wir Kinder müssen nach Hause. Finden wir sie, bevor es zu spät ist. Ja, nee, doch, ja. Was soll ich auch hier in diesem scheiß Camp? Ich bin kein Fan von Sommercamps. War ich noch nie. Es sieht hier sehr vertrauenswürdig aus. So, jetzt habe ich es endlich gesagt, ohne dass der stotternde Freak uns unterbricht. Und ja, das darf man sagen. Es ist South Park, okay? Also bitte. So, Mess Hall. Ich weiß nicht, wurde da Messi oder... Die werden besser, die Witze. Ich schwöre, die werden besser irgendwann. Ansehen. Lake Tratikaka. Cooking for the Handicap. Warte so. One Pot 76 Bean Chilies. Ja, ich kann keine Zahlen auf Englisch. Okay. One Cup Olivenöl. Perfect Potato Salat. Fried S'more. Aha, Marshmallow-Kram. Jumbo Marshmallows, one per s'more. Six Shotlet Bars, half per s'more. 2 Gramm Cracker Slice. Introduction in place, one... okay, ich habe jetzt keinen Bock, euer Essen hier vorzulesen. Das könnt ihr mal schön selber lesen. Ja. Ich sehe da oben noch schon was. Sehr nice. Sehr schön, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und das ist auch gut. So, jetzt. Warte mal, wir konnten doch. Ich muss mich erstmal echt wieder in alles reinfinden. Weil das ist, wie gesagt, das ist verdammt lange her, wo wir das letzte Mal, ne? Überhaupt annähernd hier gezockt haben. Dringend hier oben. Okay, wir können noch zurück pupsen. Pupsen. Sehr süß. So, ich weiß nicht, was ich da oben soll. Warte mal, halt, hier können wir doch... Konnten wir nicht irgendwie... Ich spule mal nochmal in der Zeit zurück. Moment. Lass ich mal ganz kurz in Richtung andere Zeit furzen. Geht noch nicht. Warte. Oh, Mann. Nein. Wie ging denn der... Wie ging denn der Furzwurf nochmal? Oh Gott, ich weiß es echt alles nicht mehr. Weil da das Öl ist ja, ne?
Ich glaube, ich habe mich gerade verbrannt. Da ist eine Axt drin. Wie ging denn nochmal der Furzwurf? Okay. Entschuldigung, ich musste mich wirklich... Das hat einen Scheiß gebracht, oder? Ich bin noch verwirrt, okay? A little bit zumindest. Ah, halt, warte. Ja, warte, warte, warte. Geistiger Einfall oder Durchfall. Nice one. Schokoriegel. Okay, ich habe jetzt mit irgendwie was Krasserem gerechnet. Okay. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal hin. Ich bin gerade derzeit noch ein bisschen verwirrt. Wir müssen ja auch eigentlich erstmal mit Berry Crunch den alten Schuppen und Professor Chaos. Hey, ich sehe ein paar Hinweise. Du siehst gar nichts, du bist Professor Chaos. Hey, ich will nicht weg so. Von den Beweisen. Hoffentlich Ruhe. Ist da kein Joghurt drin. Der könnte schon schlecht sein. Ja, genauso wie deine Witze. Abgesperrt. Im Vergleich sind meine Witze natürlich. Ich habe sein Pausenbrot vergessen. Mysteriös. Meinst du Mysterio? Gesperrt. Oh, Eis ist hier abgesperrt. Wie sollen die Kinder denn hier in Ruhe leben? Habe ich das bei dem anderen auch gemacht? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich wusste nämlich, dass wir... Ich glaube, könnten wir Professor Chaos und Arschhamster nicht nutzen, um Stromverbindungen zu zerstören? Hier scheinbar nicht. Schade. Okay, gut. Wir können Professor Chaos Arschhamster nicht dafür benutzen. Alles klar, alles klar, alles klar. I know. Hey, ich sehe da ein paar Hinweise. Sei still. So, Professor Chaos Arschhamster. Professor Chaos, wir brauchen dich. Komm her, kleiner Lakai. Los, mein Kleiner. Ja, und zacka! Juhu! Die Arschhamster! Ich hab gute Augen, was? Ja. Nee. Weiß nicht. Untersuchen! Hier vergraben sie wohl ihre leeren Farbeimer. Was hat das mit den verschwundenen Betreuern zu tun? Gute Frage. Fragen wir doch die Monster da drin. Monster? Ah, Monster! Ein Hinterhalt! Oh nein, besiege die Monster. Ah, ein Clown. Ich hasse Clowns. Der eine hat einen Penis im Gesicht. Oh Gott, mit Berry Crunch. Zurück, Freunde. Oh. Ich mach das. Verbündeter freigeschaltet. Mit Berry Crunch. Perfekt. Er besiegt die Monster Toll. Und wir schauen zu. Sein cooler Auftritt heißt nicht, dass er die Monster besiegt. Geschmacksexplosion. Bewege dich auf das vorhergesehene Feld. Ehrlich? So. Okay, nutze den Kreis. Wähle Geschmacksexplosion mit Kreis und benutze dann, um einen Gegner oder einen Verbündeten auszuwählen. Okay, der kriegt einen Buff. Ach komm, wir buffen uns mal, weil wir sind super. Was ist los mit dir? Was machst du denn da? Ich übe mein Schurkenlachen. Mint Berry Crunch, geminzt und die Minze schützt dich. Und das blöde Monster ist voller Bären. Ah. Wenn ein gewehrter Gegner einen Minzfreund angreift, macht er keinen Schaden. Gott sei Dank. Mann, die sind gruselig. Okay. Schnapp dir die Monsterwunderarsch. Ich? Warum ich? Ich weiß gar nicht mehr, was unsere ganzen Fähigkeiten waren. Du. Ich glaube, das hier sieht schon mal ganz gut aus. Die. Wir sind geminzt. Was haben wir denn noch? Hier, mach deine Mint Berry Minz-Attacke.
Ja, mach einfach hier eine Mint-Berry-Attacke. Von den ganzen Münzen und Bären sind alle ganz klebrig. Von den Münzen und Bären, genau. Warte mal, wir konnten doch hier einen Verbündeten rufen. Wir könnten doch einen Verbündeten herbeifurzen. Auch einen Lakaien, cool. Wie deine Mutter. Sehr schön. Nein, schlag mich nicht. Mint Berry Crunch, tu was. Unterstützt dich und ein Freund oder verflucht einen Gegner. Töten wir den. Ich weiß von gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass er tot ist. Sieh die wahre Kraft von Minz und Bäre. Jetzt sehen wir die wahre Kraft von Minz. Bring den Crunch. Minz alle Verbündeten, Bär dickt alle Gegner und schadet ihn. Oh Mann, Mint Berry Crunch, ey. Energieschub, um es den bösen Jungs zu zeigen. Schablago! Minzbeere, wecke den Helden in dir. Das ist so ein furchtbarer Superheld. Ja, wir sind geminzt und gequatscht und gebärt und was weiß ich alles. Scheiße! Zeit für die schweren Geschütze! Befreit den Popo! Wer ist... Oh, nee! Ich bin zurück, Schätzchen! Oh, nee! Ich sag doch, ich krieg deinen Arsch noch! Popo vergisst niemals, Baby! Nein, meine Minzkräfte sind nicht stark genug, um so einen Riesenarsch zu erfrischen. Wir müssen hier weg! Ich kenne das. Mein ist auch nicht stark genug. Zur Hütte! Chantal Le Grande Popo. Als erreiche den Schuppen. Okay, wir müssen wieder fliehen. Vor Booty. Diesmal entkommst du mir nicht, Schätzchen. Oh doch. So, den töten wir auf dem Weg. Raus aus der Einschlagzone! Ja, quatsch mir nicht voll. Bananenkönig. Ach nee, Mint Berry Crunch König. Oh, schau dich an, ist das süß. Mein Hintern hat... Ich furz uns mal ganz schnell einen Verbündeten ran, wa? Hat der sich die ganze Zeit in deinem Darm versteckt? Oh ja. Ein Problem damit. So, dann ist der tot. Oh, Glückwunsch, Superfreunde. Macht euch auf Schmerz gefasst. Nö. Hier sind wir. Ich setz mich auf dich, bis dir die Augen rausspringen, Schätzchen. Oh, das ist sexy. Unsere Chancen steigen stetig. Sehr schön, danke. Ich werde dir mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby. Nein. Sonst sind wir erledigt. Ich mag meine Knochen. Machen wir es mal. Dass wir auch wirklich in den Schuppen kommen, ne? Weil sonst haben wir nachher noch ein Problem, dass wir nicht in den Schuppen kommen. Was? Mit Berry Crunch. Ihr riecht jetzt nach Bären. Gern geschehen. Wir müssen hier verschwinden. Unser Leben hat eindeutig gerade dazu gewonnen, weil wir riechen jetzt nach Bären. Also ich muss sagen, ne? Der Schuppen da ist unsere letzte Chance. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ich weiß nicht mehr, was das macht. Zugegeben, deine Art Chaos hat deinen Reiz. Danke, das freut mich. Nein, geht Italien. Ach nee, doch nicht. Aus dir mache ich mir Brunch. Wozu Brunch? Mintberry. Lieber Crunch. Mintberry. Mintberry. Oh, das war fies. Ich komme. Chaos wird dich rächen. Das war echt fies. Das war richtig fies. Ich werde mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby. Das war jetzt... Das war fies. Lauf doch, du Lappenwurst. Hallo, laufen. Das war fies. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir zurückgeblubbt werden.
Müssen wir alle... Können wir Mint Berry Crunch zurücklassen? Ich würde Mint Berry Crunch gerne zurücklassen. Wenn ich dich umgebracht habe, tätowiere ich mir deinen Namen auf den Arsch, wenn der noch Platz ist. Wie viele Namen hast du auf deinem Arsch? Das ist mein Wunderarsch! Sekunde, das ist ganz falsch. Ich will es manchmal ja nicht wissen. Ich hoffe, wir können wirklich Mint Berry Crunch zurücklassen. Ciao. Sie ist einfach zu popogantisch. Das höre ich öfter. Der grande Popo ist in Fahrt und nichts wird ihn aufhalten, Schätzchen. Diesmal kriege ich dich, Baby. So, wir sind zum Glück nicht reingesogen worden. Popo umarmen. Hey! Chris, scheiße! Oh, mein Hintern nach raus, will ey. Blut sehen, Baby. Meiner auch. Oh ne, warte, der blutet schon. Oh Mann, dieser Popo ist zu viel für uns. Was ist das? Unterkühlt Gegner erhält unheilige Kräfte. Ja, oh, nee, gerade nicht. Eigenregeneration. Bereit, Gas zu geben. Ich weiß gar nicht mehr, was Professor Chaos macht, aber wir machen, glaube ich, mal. Da ist das Ziel. Komm, Leute, wollt ihr meinen Hammer des Chaos sehen? Der ist cool. Was wollen wir sehen, Alter? Was ist los mit dir, Junge? Ja, komm, mach mal, zeig mal deinen Hammer des Chaos. Das ist egal. Und ich dürfen wir wirklich Mint Berry Crunch zurücklassen, sonst wäre echt scheiße. Grande Popo hat uns schon ganz schön quasi am Arsch. Bonk. Ich will euch nur fesseln und etwas foltern. Wenn es nichts mehr ist. Oh, oh, dem Hinternen kommst du nicht, Schätzchen. Er will meine Knochensäge sehen. Naja, Tusche vermutlich, aber der ist nicht da. Das ist doch kacke, dass wir jedes Mal reingebockt werden von den kleinen Penissen da. Ab an! Kein Problem! Fuck, jetzt ist Grande Popo und macht jetzt uns fertig. Das ist echt schwer, weil die uns jedes Mal da reinstoßen. Was fantastisch. Ist doof oder was? Komm her, Baby. Meine Mutter. Der ist krass. Hey, Schätzchen, für diesen Hintern bist du nicht bereit. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich bin so völlig schockiert, dass wir hier gerade echt festhängen. Der kommt nun. Wir schaffen es nicht. Wow. Ich setze da jetzt einen Lakaien hin, keine Ahnung warum. Vamonos! Vamonos! Hm. Egal, egal, wir müssen sehen, dass wir erstmal rauskommen hier. Aus Grande Popo. Necesito más dinero. Die Gliedmaßen brauchst du nicht. Wie findest du diese Angst im Dunkeln? Ich werde dir mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby. Es tut mir leid, Professor Chaos. Aber wir kommen von der nicht weg. Mein Hintern will Blut sehen, Baby. Wir kamen mal besser weg von der. Und wieder nicht. Nee. Das war's. Kann ich? Ist mal ernsthaft, kann ich? Nee, weil der dahinter liegt. Wir schaffen es nicht. Weil wir verlangsamen. Wir schaffen es nicht. Wir haben verloren. Oh, das gibt's ja gar nicht. Wenn ihr fertig sind, warte ich unter deinem Bett. Ich will mich nur kurz auf dein Gesicht setzen. Fuck. Wir haben es echt nicht geschafft. Du bist tot. Deine Mutter, ey.
Verdammt! Oh nein. Es ist der T-Rex. Ach nee, warte. Verdammt. Scheiße! Zeit für die schweren Geschütze! Befreit den Popo! Ich bin zurück, Schätzchen! Ich sag doch, ich krieg deinen Arsch noch! Popo vergisst niemals, Baby! Nein, meine Minzkräfte sind nicht stark genug, um so einen Riesenarsch zu erfrischen. Wir müssen hier weg! Zur Hütte! Das ist ein ganz schöner Weg zur Hütte, leider. Okay, noch auf ein neues, wa?